Claudia Schäfer-Trumm aus Oberrott im Westerwald liebt ihre Ziegen und das traditionelle Leben. Vor 10 Jahren startete sie aus Neugier mit 3 Tieren. Heute melkt sie 117 Stück und produziert jeden Tag 30 Kilo Käse. Die oberste Verantwortung, die man hat, das sind die Ziegen. Das sind Lebewesen. Ja? Und die habe ich wirklich, da habe ich alle Verantwortung, weil sie können sich nicht alleine helfen. Weil es mir einfach wichtig ist, das vielen Menschen auch zu zeigen, bieten wir Führung an für Kindergartenkinder, Schulkinder. Wir haben sehr viele Landfrauen, die aus allen Regionen Deutschlands kommen. Bei den Führungen, die konkret nur hier am Stall sind, gehen wir einfach und wir erklären was über die Ziege, über die Tierhaltung, wie Heu gemacht wird, dass die Ziege Milch produziert, dass davon Käse gemacht wird. Ziegenkäse selbst produzieren, das wollte Claudia Schäfer-Trumm von Anfang an. Heute zählt ihr Käse zu den besten Deutschlands. 35 Variationen vermarktet sie ab Hof und im Internet, an Bio- und Feinkostläden sowie Restaurants. Wichtig für den Betrieb ist auch die kleine Fromagerie, ein altes Bauernhaus in französischem Stil, selbst aufgebaut und traditionell eingerichtet. Hier bieten sie Käse-Wein-Verkostungen an, wie zum Beispiel die Sinfonie der Sinne, ein 7-Gänge-Menü für bis zu 80 Personen. Meist hilft dann einer ihrer 3 Söhne, die Mutter oder Schwiegermutter, beim Kochen und Bedienen. Genau wie im Stall die Verantwortung für die Tiere, habe ich hier die Verantwortung für unsere Gäste, für unsere Kunden. Und da ist es mir wichtig, dass unsere Gäste gute Zutaten bekommen, gute Lebensmittel bekommen. Ja? Und dass wir einfach ehrlich sind. Wir sind quasi eine gläserne Manufaktur. Ihre Kunden finden bei ihr Traditionelles in hoher Qualität. Ein Erfolgsrezept, das zeigen insgesamt 4000 Besucher im Jahr. 4 Mitarbeiterinnen helfen im Stall, 2 unterstützen sie in der Käserei und die Familie stärkt Claudia Schäfer-Trumm den Rücken. So ein Projekt hätte ich niemals auf die Beine stellen können, wenn meine Familie und da muss ich sagen insbesondere mein Mann mich nicht von Anfang an so unterstützt hätten. Auch für uns alle habe ich Verantwortung, sagt sie. Und gönnt sich, so oft es geht, eine kurze Auszeit mit ihrem Mann an ihrem Lieblingsplatz am Stall, natürlich mit einem Glas Ziegenmilch.